Ich habe nun seit einem guten Jahr Profifußballer auf Insta angeschrieben und sie nach einem Trikot gefragt, was dabei rausgekommen ist. Und die Ergebnisse nach fast 365 Tagen seht ihr heute in dem Video. Peace Mates, was geht? Und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mal kein FIFA-Video. Ich habe euch ja immer schon gesagt, ich will auch bisschen diesen Real-Life-Fußball-Content, ein bisschen abseits vom FIFA mit hineinbringen. Und genau das habe ich getan. Mehr oder weniger, ja, ungeplant. Heute, ihr seht es im Titel, ihr kennt dieses Video auch schon, beziehungsweise dieses Format, dass man x-beliebig viele Leute, Influencer, in meinem Fall Fußballer, anschreibt und guckt, wer antwortet. Und ja, das haben auch schon andere gemacht. Ein Celtics zum Beispiel hat dieses Video gemacht, in dem er 100 Influencern schreibt. Kevin from the Block, vielleicht kennen ihn einige. Bei ihm habe ich es letztens erst gesehen. Er hat 100 Profifußballer angeschrieben. Und das steht auch bei mir im Titel. Aber ich habe wahrscheinlich gut um die 1000 Fußballer angeschrieben. Denn das Ganze mache ich jetzt schon seit letztem Jahr, ungefähr so August, Juni, Juli, August habe ich angefangen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz, es sind aber auf jeden Fall jetzt fast, es ist fast ein Jahr einfach rum. Kurz bevor wir reingehen und uns anschauen, was diese Ergebnisse sind, ihr seht hinter mir ja schon diese Trikots immer in den Videos. Und ja, das sind Trikot-Ergebnisse, Teilergebnisse, die wirklich bei mir geklappt haben. Ich habe seit einem Jahr, wie kommt man da drauf, ein Jahr das durchzuziehen? Jungs, kurz die Geschichte dahinter. Es war einfach so, ich saß in der Schule und dachte mir, schreibt mal jemanden an. Damals war es noch Barış Atik von Magdeburg. Ich habe ihn damals einfach gefeiert. Ich habe ihn in FIFA gespielt, also nicht in Ultimate Team, normal. Der war richtig cool. Ich habe ihn in Real Life auch. Ich fand ihn echt sympathisch und dachte mir, ey, ein Trikot von dem wäre geil. Habe ihn angeschrieben, keine Antwort bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, mach das weiter, weil ich in der Schule nicht viel zu tun hatte. Meistens sehr viel Freistunden und so weiter. Und dachte mir, ey, wenn Barış Atik nicht antwortet, dann schreibt mal der ganze Mannschaft. Die Mannschaft antwortet nicht, schreibt der ganzen dritten Liga. Die ganze dritte Liga antwortet nicht, macht zweite, erste und so weiter. Habe ich das gemacht, ja. Inzwischen habe ich trikotmäßig auch von der vierten, also von der Regionalliga, bis zur ersten Bundesliga wirklich überall was. Ich habe auch U-Mannschaften von Profis angeschrieben, also U19, U21, U23, all sowas. Ist auch dabei. Und auch zwei Legenden. Das Problem ist, dass ich das nicht alles heute in diesem Video unterbekommen werde. Weil ich habe, wie gesagt, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich denke, ich habe vierstellig Leute angeschrieben. Im Hintergrund werdet ihr mal sehen, wie viel es ungefähr ist. Ja, es sind wahrscheinlich schon irgendwas zwischen 800 und 1200 Spielern, die ich geschrieben habe in der Zeit. Und ich habe locker, also ich habe mehr Antworten bekommen, als ich im Titel Leute angeschrieben habe. Ja, also dieses 100 Anschreiben ist bei mir natürlich viel mehr. Ich habe wahrscheinlich insgesamt schon über 100 Antworten bekommen. Ja, ich würde sagen, wir haben erstmal genug gelabert. Ihr versteht das Konzept. Ich werde das in mehrere Videos aufteilen. Sonst würde das hier eine halbe Stunde gehen, wenn nicht sogar länger. Weil ich will auf viele Antworten auch, wo ich kein Trikot bekommen habe, aber es eine extrem, extrem frische Antwort war, darauf will ich eingehen. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal rein und fangen an mit den Resultaten aus diesem Experiment, Jungs. Wenn ihr es feiert, lasst gerne dann noch oben da, abonniert den Kanal. Wir gehen jetzt erstmal rüber auf Insta. Okay, Freunde, kommen wir zum ersten richtig Großen, der mir geantwortet hat. Babacar Gueye, für alle, die ihn nicht kennen, ihr seht, 95.000 Follower hat er gerade auf Instagram. Er hat damals, wo ich ihn geschrieben habe, das war letztes Jahr im Dezember war das ungefähr. Nee, Oktober ging das schon los. Ja, das ging schon Oktober los. Nee, Januar ging das schon los. Nee, es ging. Okay, ihr seht ja wirklich, wie krass lang das her ist. Es ging los am 27. Dezember 2021. Ja, ich habe ihn geschrieben, ihr seht, ey, ich bin großer Aue-Fan und feier dich mega. Was wäre es möglich, signiertes Trikot zu bekommen? Also am Anfang habe ich vielen geschrieben, dass ich Fan von der Mannschaft bin, weil es natürlich sinnvoller rüberkommt, ja. Ihr werdet das sehen, meine Anreden sind immer ein bisschen anders geworden und von ihm die Antwort überhaupt zu bekommen, war schon geil. Und dann noch folgende, hey, lass uns ein Spiel auf FIFA spielen, wenn du gewinnst, bekommst du eins. Er hat meine Story gesehen, da hatte ich gerade was mit FIFA, dass ich Content Creator bin, hat mir sein Team geschickt, das ist noch das alte FIFA. Da dachte ich mir, geil, du hast Bock. Aber dann war das Problem so, er hat mir
ja, sein Ingame-Name, hab ihn geaddet und so weiter, ne? Dann habe ich ihm erklärt, dass, weil er da gegen mich spielen wollte, ich mein Team noch auffrischen wollte, weil meins war da noch echt frisch. Dann hat er mich gefragt, ob ich noch, also ob ich auf Twitch bin. Ihr seht da alles. Dann ging es eigentlich schon langsam los und dann war Funkstille und auf einmal ist der Vertrag mit ihm und Aue aufgelöst worden. Vorzeitig aufgelöst. Dann ist er umgezogen zur Türkei, weil er dort dann einen Verein gefunden hat. Dann war Funkstille. Ich hatte ihn dann nochmal angeschrieben, da hat er auch geantwortet. Und dann wusste er nicht mehr, wer ich bin und so weiter. Und dann habe ich ihn jetzt halt immer mal wieder angeschrieben, hat immer, hey und so, wie geht's und so. Aber dann, wenn es irgendwie Gespräch kam, kam keine Antwort mehr. Ich habe ihn dann versucht zu nerven. Er hat mich ich habe ihn immer wieder angeschrieben, hat immer wieder geantwortet, aber es kam nie zu einem Gespräch. Aktuell spielt er auch gerade in der arabischen Liga bei einem Verein. Aber das Ding ist da leider, ja, durch. Er hat vorher auch beim KSC gespielt und so weiter. Also hat schon Bundesliga-Erfahrungen. Aber leider ist da nie was zustande gekommen. Aber ich fand es am Anfang schon mal cool, dass er so mäßig um mein Trikot einfach spielen wollte. Das war der erste Kandidat, der groß war, bei dem es leider nicht geklappt war, aber er hat zumindest geantwortet. Der nächste Kandidat ist auch aktuell Aue-Spieler, hat jetzt nichts mit dem Verein zu tun. Ihr seht selbst, ich habe hier das Dresden-Logo drauf. Ich habe natürlich die Vereine angeschrieben und auch so dann ein bisschen sortiert. Linus Rosenlöchner, den kennen wahrscheinlich einige von euch. Ihm habe ich hier diesen Text geschrieben, den habe ich dann jeden geschrieben, irgendwann nur immer den Verein halt angepasst, wo die spielen. Er hat mir geschrieben, bestimmt am Ende der Saison, worauf ich einfach nur geantwortet habe, wäre richtig nice. Das war letztes Jahr im Juni, also jetzt fast ein Jahr her. Ich habe es tatsächlich vergessen, Jungs. Ich würde ihn dann nochmal drauf anschreiben, ob es jetzt vielleicht klappt. Weil ein Aue-Trikot hätte auch ich als Dresden-Fan gern noch an der Wand. Ja, so ein paar sächsische Vereine hätte ich gern hier an der Wand. Das war eigentlich schon mal ein Kollege, der zugesagt hat. Ob es dann klappt, das sehen wir dann in der Zukunft. Aber wir haben hier schon mal das erste Ja. Kommen wir zum nächsten Kandidat. Und das ist der erste Kandidat, wo es tatsächlich geklappt hat mit einem Trikot aus der zweiten Bundesliga. André Leipold kennt vielleicht auch einige. Das Trikot hängt auch gerade dort. Das ist das Trikot von ihm. Erstes Trikot tatsächlich, was gekommen ist. Ja. Und zweite Bundesliga natürlich schon relativ hoch. Ne? Ich habe ihn auch wieder das gleiche geschrieben, wie ihr vorhin schon gesehen habt, Neuen Darmstadt. Und er hat mir nur geschrieben, wenn du mal beim Spiel da bist, kann ich dir gern eins geben. Schon mal cool, nur nach Darmstadt komme ich nicht so schnell. Habe ihm das auch mitgeteilt und da meinte er, wenn ja, wieder in Darmstadt ist, kann er mir mal eins schicken. Ne? Ja, dann ist Zeit vergangen, dann habe ich ihn nochmal geschrieben, darauf hat er nicht geantwortet. Und dann kam von ihm nur die Nachricht auf meine Nachricht, wenn ich beim Spiel da bin, gerne. Und da habe ich ihm nochmal das geschrieben, lang keine Antwort. Da habe ich ihn ein bisschen genervt und dann geschrieben, ja, würde eigentlich gehen, aber ich hänge die Trikots eigentlich beim Spiel immer her. Und in der Woche wird es halt schwer, aber er wird fragen, ne? Ganz cool. Dann habe ich ihm wieder ein bisschen geschrieben, immer, damit die das nicht vergessen, weil es ist klar, dass sie nicht mich die ganze Zeit auf dem Schirm haben. Oh, ich darf nicht vergessen, dass er noch einen Trikot von mir bekommt, das ist ja klar. Deswegen habe ich ihn mal ein bisschen genervt. Und genau, dann hatten die das Spiel gehabt und dann hat er mir gesagt, wenn das im Stadion nicht weggibt, nimmt das mir mit. Nice, sie haben gewonnen, er hat es nicht weggegeben, er hat es dabei. Habe ich auch mal ein bisschen genervt, wie ihr seht. Genau, hat mir auch geschrieben, dass noch ein bisschen warten muss, bis er in Darmstadt ist, weil die Woche nicht da ist. Danach hat er es mir versendet. Die Adresse von mir natürlich, du jetzt mal ein bisschen, die überspringen wir mal. Genau, dann ging es raus, ihr seht die Gespräche. Ich habe mich nochmal bedankt, ne? Er hat es, wie gesagt, nicht geschafft zu unterschreiben, aber cool. Und das Trikot hängt an der Wand. Das heißt, erstes Trikot, wo es wirklich geklappt hat, mit einem Zweitligaspieler. Nächster Kandidat, auch, ja, sag ich mal, etwas größer, spielt bei der zweiten Herren von Borussia Dortmund. Und ich finde die Dortmund-Trikots geil. Ich bin Dortmund-Fan. Und man sieht am Trikot ja keinen Unterschied, ob erste oder zweite Mannschaft, also aktuell dritte Liga, Alan Aussee, ukrainischer Spieler, 20.000 Follower hat er gerade auf Instagram. Ich habe ihn geschrieben, hey, er hat mir geschrieben, hi zurück. Ich dachte mir schon, geil, Dortmund-Trikot wird richtig schön an der Wand aussehen. Ich habe noch nichts Gelbes, außer das Dynamo-Trikot, aber das ist ja nochmal ein besonderes, also ein anderes Gelb einfach. Dann habe ich ihn geschrieben, halt auf Englisch, weil ich nicht wusste, ob der Deutsch kann unbedingt so gut. Dass ich Content Creator bin, großer Fußballfan, dass ich ihn sehr mag und ob es ein signes Trikot von ihm geben könnte. Darauf hat er leider nicht geantwortet. Habe ihn nochmal in meiner Story erwähnt, dann nochmal, hey, Alan geschrieben. Hat er auch gesehen, aber darauf nicht geantwortet. Das Ding war abgehakt. Sehr schade. Aber zumindest ein Dortmunder, der geantwortet hat.
Und der nächste Kandidat ist von mir persönlich ziemlich wichtig, weil es ein Dresdner ist. Sven Müller, der Torhüter, mit fast 10.000 Followern. Ich habe ihn hergeschrieben und es kam auch ein Hate zurück. Und ich dachte mir schon mal, ja, das ist so Dynamo-Spieler, da ging die Pumpe schon ordentlich. Und ich habe ihn dann halt geschrieben, dass ich halt, ich bin Content Creator, ich mag Fußball, ich feiere den, hätte gern Trikot. Wird mich freuen. Und dann habe ich noch ein bisschen geschrieben. Dann kam auch wieder eine Antwort. Bekommen wir bestimmt mal hin. Morgen dürfen wir nicht abgeben. Es wird gestiftet. Das war so ein Benefiz-Trikot-mäßig. Ist ja komplett okay. Habe ich geschrieben, in der Zukunft wäre es cool, wenn es klappen würde. Das war im Oktober letzten Jahres. Habe ich im März mal angeschrieben. Die Nachricht hat er leider nicht gesehen. Mal gucken. Wenn du das siehst, das Trikot an der Wand, das wäre extrem geil. Aber der erste Dresdner, der mir geantwortet hat. Und kommen wir direkt mal zum nächsten, von dem ich auch ein Trikot wieder bekommen habe. Da sind wir jetzt in der Regionalliga, in der vierten Liga, Energie Cottbus, Joshua Putze. Den Verein, den kennt man auf jeden Fall, denke ich mal. Ihm habe ich auch wieder geschrieben, die gleiche Nachricht nur mit Cottbus. Hat mir geantwortet, ihr seht, Servus Marvin, danke dir, sowas hört man gern, kriegt man, denke ich, hin. Ich schaue mal, dass ich eins organisiert bekomme, dass ich die per Post zukommen lasse. Vielen lieben Dank natürlich von mir und da habe ich nochmal angeschrieben, wie es aussieht und er hat geschrieben, er kümmert sich drum, blablablub, er war gerade in der Reha noch, ist okay, habe ich ihn nochmal in Ruhe gelassen, August, Oktober dann nochmal genervt. Und da hat er mir geschrieben, er hat es komplett vergessen. Deswegen, wenn ihr denkt, warum nervst du die so? Es ist klar, dass sie das auch mal vergessen. Die haben den ganzen Tag Training, das. Das vergisst man. Deswegen auch mal so kleine Anstöpser. Ey, moin. So ein bisschen vielleicht, wissen die dann schon, ah, stimmt, da war was. Oder wenn nicht, dann nochmal, ey, wie Trikot, wie wird's da aussehen? Finde ich, ist es nicht so schlimm. Genau. Dann haben wir gesagt, komm, ich soll ihn nochmal anschreiben, ihn erinnern. Und ich hab's vom Spiel vergessen. Aber, er hat's auch vergessen, deswegen nicht so schlimm. Und da habe ich ihn nochmal erinnert und er hat beim nächsten Heimspiel das Trikot, das Trikot bekommen quasi und er hat es mir dann zugesendet. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt, hängt gerade über mir. So sieht der Lachs aus, cooles Trikot mit der Nummer 8 und hier seht ihr die Widmung, dass ich nicht irgendwelche Trikots kaufe und sage, hier steht drauf, zack, falsche Seite, hier für Marvin mit der Unterschrift. Schickes Ding und vor allem rotes Trikot hatte ich noch nicht. Und bei der Gelegenheit, wenn wir ganz auf Instagram sind, folgt mir auch gerne auf Instagram. Wird mich mega freuen. Und dann verpasst ihr auch kein Content mehr. Und komme damit direkt zum letzten für die heutige erste Folge. Wenn ihr Bock habt, mache ich da noch die weiteren Folgen, was noch alles gekommen ist. Dann sind noch einige Antworten mehr. Und da bin ich erstmal aus Deutschland raus, international in die Ligue 1. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass aus der Ligue 1 mir einer antwortet. Samuel Jeppi, wie auch immer es ausgesprochen wird, hat mir geantwortet, spielt bei Nantes. Ich glaube, Nantes werden die ausgesprochen, die mit dem grünen Logo. Also in der ersten Mannschaft, er war lange Zweiter und ist hoch in die erste, in die Männermannschaft. Und wenn man solche Kontakte hat, denke ich mir nur, Bro, wenn du mit so einem cool bist und dem irgendwie dazu bringst, dass der mit Mbappé oder Messi einen Trikottausch macht und es dir sendet, wie geil wäre das, ja. Habe ihm das geschrieben auf Englisch, da hat er mich nur gefragt, ob ich in Frankreich bin, Franzose bin, in Frankreich lebe. Habe ihm geschrieben, nein, in Germany, nur ich mag den französischen Fußball sehr, der ist mir relativ egal, der französische Fußball, aber, ne. Er hat dann nur, okay, geschrieben und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir Jersey, also ein Trikot schicken kann, hat nicht darauf geantwortet. Oktober, März habe ich nur geschrieben, hey Samuel, I want your Jersey very much. Darauf hat er auch nicht mehr geantwortet. Schade, wäre ein Ligue 1 Trikot. Aber da ist leider nichts passiert. Aber die Antwort haben wir schon mal von einem Ligue 1 Spieler. Aber leider dann kein Trikot. Vielleicht in der Zukunft mal was außerhalb von Deutschland. Das war jetzt natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Einblick. Wir haben uns jetzt vielleicht 5-6 Spieler angeguckt. Das ist nicht mal 5% von denen, die ich Antwort bekommen habe. Ihr seht, hinter mir sind noch mehr Trikots. Einige, die ihr jetzt auch noch gar nicht seht. Und viele, die in Zukunft kommen werden. Deswegen, Jungs, lasst noch oben da für Teil 2, wenn er nächste Woche direkt kommen soll. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Kuss geht raus an jeden, der bis jetzt dran geblieben ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht im Gesicht. Denn ihr wisst, das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Fülle, Fülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, yassu, ciao, bye bye und adieu.